Mal sehen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fraktion Die Linke, es gibt in Deutschland auf der Bundesebene Unterschiede zwischen SPD, CDU, Grünen und Linken bei der Frage der Ausgestaltung der gesetzlichen Krankenversicherung. Ja, guten Morgen. Das ist ja wirklich eine ganz neue Erkenntnis und vor allen Dingen auch eine Sache, die wir hier im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern heute an diesem wunderschönen sonnigen Freitagmorgen mal wirklich sehr ausführlich diskutieren müssen. Ich glaube einfach, Sie haben sich im Parlament geirrt. Wir befinden uns hier, also anders als die Debatte vermuten lässt, nicht im Deutschen Bundestag, da wo dieser Antrag in meinen Augen eigentlich hingehört, wo der Antrag seit vielen Jahren der Sache nach diskutiert wird, wo die Fraktionen ringen, wo Änderungen letzten Endes beschlossen werden müssen. Wir sind hier im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern und meine Damen und Herren, jeder kann wirklich sich mal selber die Frage stellen, was eigentlich der Sinn dieses Antrages von Die Linke hier ist. Ich kann vielleicht mal aus meiner Sicht drei kleine Einschätzungen zum Sinn dieses Antrages der Fraktion Die Linke zur Bundesregelung zur gesetzlichen Krankenversicherung abgeben. Und das ist der erste Grund, wie so oft, beim Thema gesetzliche Krankenversicherung, beim Thema Bürgerversicherung kann man natürlich ganz besonders leicht einen Keil zwischen die SPD und zwischen die Union treiben. So, Herr Renz, also kocht das Ganze gerade runter, das nehme ich sehr gerne zur Kenntnis. Aber da kann man einen guten Keil zwischen uns treiben. Eben gab es schon so ein bisschen Schnappatmung. Und diesen Keil, den nutzt die Linke natürlich jederzeit gerne. Da ist es völlig egal, ob hier das quasi das richtige Gremium ist oder nicht. Hauptsache, man hat mal ein bisschen Spaß, wenn man also SPD und Union gegeneinander aufhetzen kann. Das ist wahrscheinlich der erste Grund. Der zweite Grund ist offensichtlich, das ist ein ernstes Thema. Wollen Sie nun die Beitragserhöhung oder wollen Sie die nun nicht? Ja, hören Sie erst mal zu. Also, Sie geben mir richtig das Stichwort quasi zu der zweiten Begründung, warum ich glaube, dass Die Linke das hier zur Aufführung bringt, muss man ja sagen. Der parteiinterne Vorwahlkampf um die Nominierung zur, sagen wir mal, schärfsten Oppositionsabgeordneten oder Politiker ist bei den Linken offensichtlich noch nicht in Gänze abgeschlossen. Herr Koblin, ich bin mir aber nicht sicher, ob man an Ihrer Basis, sagen wir mal, anstelle dieses Scheingefechtes zu einem Bundesthema nicht lieber ein wirkliches Landesthema gesehen hätte, was ein linker Oppositionsabgeordneter hier mal beherzt anpackt. Da bin ich mir nicht sicher. Ich drücke nichtsdestotrotz die Daumen. Und der dritte Grund ist, auch das kommt mir stellenweise also stark bekannt vor, Die Linke ist mit ihrem Forderungskatalog zur gesetzlichen Krankenversicherung natürlich mal wieder diejenige, die am allermeisten fordert und die es auch besser weiß als SPD, als Grüne, als Sachverständigenrat, als alle anderen zusammen. Und wenn man schon mal die moralische Pole Position hat, ja, bei einem Thema, so wie die Fraktion Die Linke beim Thema gesetzliche Krankenversicherung, dann muss man das hier ordentlich zur Schau tragen. Und dann ist es eigentlich auch egal, ob das hier hingehört oder nicht. Hauptsache, wir haben das mal angesprochen. So viel zum Thema Einordnung dieses Antrages. Die Menschen in unserem Land, Herr Holter, beruhigen sich, die haben auch mal den Anspruch, sagen wir mal, Dinge politisch eingeordnet zu bekommen. Und wenn wir hier also unsere, sagen wir mal, Debattenzeit im Landtag Mecklenburg-Vorpommern dafür benutzen, dass also Themen hier ventiliert werden, die auf Bundesebene völlig klar sind. Ja, ich habe lange Redezeit, Herr Holter. Da kann ich das also mal, sagen wir mal, umfänglich bewerten. So. Also, meine Damen und Herren, so viel mal zur Motivation. Einen Moment, Herr Barlin. Also jetzt möchte ich doch mal was sagen. Es sind so viele Zwischenrufe aus der Fraktion Die Linke gekommen, die zur Sache gerufen haben. Ich erinnere an unsere Debatte auf der letzten Sitzung, wo es darum ging, dass man sich auch mal politisch äußern sollte. Ich bitte doch jetzt endlich mal eine Entscheidung zu treffen, ob man hier auch politische Debatten zulassen will oder eben nicht. Ich wollte hier eigentlich nicht dazu beitragen, die Debatte noch weiter anzuheizen. Ich werde auch von einem Ordnungsruf absehen. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass man
bitte sich mal darüber einig wird, was man möchte. Will man politische Debatten, will man keine politischen Debatten? Das nicht immer auf die Ordnungsebene zu ziehen, auf die Sachrufebene. Also da möchte ich jetzt irgendwann das auch mal geklärt haben. Von daher bitte ich, wir können das im Ältestenrat klären, aber heute doch erstmal die Debatte so zuzulassen. Wenn ich das Gefühl habe, dass hier nicht zur Sache gesprochen wird oder zu weit vom Thema abgeschweift wird, werde ich gegebenenfalls auch Sachrufe erteilen. Davon bin ich aber noch weit entfernt. Jetzt können Sie bitte weitermachen, Herr Barlehn. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Also die Motivation der Linken zu diesem Antrag habe ich jetzt also aus unserer Sicht mal dargelegt. Und ich möchte fachlich natürlich der Vollständigkeit halber, wenn das Thema hier schon aufgerufen wird, anmerken, dass wir natürlich als Sozialdemokratie nach wie vor sehr klare Vorstellungen zur Zukunft der Krankenversicherung haben. Die sind Ihnen auch bekannt. Uns geht es also nach wie vor auf Bundesebene um die wirksame Verhinderung einer Zweiklassenversorgung durch die Einführung einer solidarischen Bürgerversicherung. Die Aufteilung in gute und schlechte Gesundheitsrisiken, in diesem Fall in eine gesetzliche Krankenversicherung und statistisch gesehen in eine Privatversicherung, ist in unseren Augen nicht nur aus Gerechtigkeitsgründen, sondern letzten Endes auch versicherungsmathematisch abzulehnen. Es geht bei einer Versicherung und gerade bei einer Bürgerversicherung doch darum, einen möglichst ausgeglichenen Risikopool zu schaffen. Darüber hinaus, uns geht es ebenfalls um eine echte Parität zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Es geht uns um mehr Nachhaltigkeit und die rechtssichere Einbeziehung weiterer Einkunftsarten durch einen steigenden Anteil an Steuermitteln. Wir streben die Wiedereinführung der kompletten Beitragsautonomie für die Krankenkassen an und wollen eine einheitliche Honorarordnung für gesetzliche und private Krankenkassen. Und diese Randbemerkung sei mir hier aus aktuellem Anlass an dieser Stelle auch gestattet, wenn wir über das Thema Krankenversicherung und Krankenkassen sprechen. Wir setzen uns als SPD auch im Lichte des gestrigen Gipfels zum Umgang mit den Flüchtlingen in Deutschland weiterhin für die Einführung einer elektronischen Gesundheitskarte für Asylbewerberinnen und Asylbewerber ein. Gestern haben die Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin vereinbart, dass die Länder aufgerufen sind, dieses Thema für sich zu klären und eine solche Lösung zu finden. Und meine Damen und Herren, es gab sehr umfassende Anhörungen zu diesem Thema bei uns im Gesundheitsausschuss, der öffentliche Gesundheitsdienst, die Verwaltungsebene, die behandelnden Ärzte haben sich für die Einführung einer solchen Chipkarte für Asylbewerberinnen und Asylbewerber ausgesprochen. Die Mehr einer Leistungsausweitung durch die Einführung einer solchen Karte ist faktisch widerlegt. Es gibt einen sehr lesenswerten Beitrag des AOK-Bundesverbandes im Lichte des Gesetzesentwurfs des Innenministeriums, wo, Zitat, von einem Rückfall in die Steinzeit einer Bearbeitung von noch mehr Gesundheitsleistungen durch Krankenkassen ohne die Einführung einer elektronischen Gesundheitskarte gesprochen wird. Also, meine Damen und Herren, wir fordern alle demokratischen Kräfte dazu auf, dass wir bei dem Thema elektronische Gesundheitskarte zu einer guten Lösung hier auch für unser Bundesland Mecklenburg-Vorpommern kommen. Nochmal zurück zum Antrag. Was wir erreichen und erhalten wollen, und ich glaube, das ist an dieser Stelle neben der politischen Einordnung der Motivation der Linken klar geworden, ist eine gute, solidarische Gesundheitsversorgung für alle Menschen, unabhängig von ihrem Einkommen, unabhängig von ihrer persönlichen Lebenslage oder ihrem Erwerbsstatus. Dazu brauchen wir nach Auffassung der SPD die Bürgerversicherung und dass dieser Weg zu einer solchen Bürgerversicherung auf Bundesebene in der aktuellen Konstellation nicht frei ist. Das ist hinlänglich bekannt, das ist nichts Neues und daran ändert sich auch nichts durch den Antrag der Linken und schon gar nichts durch den Antrag der Linken hier im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern
wo wir über diese Frage nicht zu entscheiden haben. Wir lehnen den Antrag ab. Herzlichen Dank.